Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Jan und das ist Indiana Jones in The Infernal Machine. Extrem verwöhnt ist von moderner. Es ist schon wieder passiert. Ich kack mich voll. Ach ja, der gute alte Indy. Wir kennen ihn. Wir lieben ihn. Wir befinden uns hier im Grunde in einem Tomb Raider-Klon aus dem Jahr 1999, entwickelt von LucasArts. Wie ihr schon sehen könnt, es sieht wirklich aus wie ein Abenteuer von der guten Lara Croft. Es gab diesmal kein Intro bzw. Startmenü, in dem ich euch normalerweise begrüßen würde. Nee, wir sind hier direkt mitten im Spiel in dem ersten Level namens Canyonlands in Amerika, in Colorado. Das Spiel ist... Ja, Indy ist gut. Das Spiel ist, sagen wir, interessant. Es war gut bewertet damals von den Critics. Allerdings wurde die Steuerung ein bisschen bemängelt. Und ich habe das ein bisschen angespielt und ich kann verstehen, was die meinten. Ja, eine gewisse Portion Jank ist hier auf jeden Fall vorhanden. So, erstmal hier ordentlich angepackt. Genau wie unsere spitzbrüstige Verwandte aus England. Können auch wir unglaublich schwere Kübel, Klötze, sonst was einfach mühelos durch die Gegend schieben und ziehen, als wäre es nichts. Ein Schatz. Komm, Indy. Geh nach oben. Münzen, nehmen Sie mit. Aha. Aha. Ja, ihr seht schon unten rechts, die Münzen klippen ein wenig aus dem Screen raus, denn das Spiel läuft zwar in 1080, aber ich zeig's mal gerade, das Inventar ist ein bisschen abgeschnitten, aber hey, damit kann man leben. Oh. Ja, er kann extrem weit springen. Warum? Das weiß ich auch nicht. Whippable. Ja, eine Peitsche hat der Gute natürlich auch. Ich meine, was wäre Indiana Jones ohne seine Peitsche? Und damit kann man easy peasy irgendwo raufklettern oder rüberschwingen. Ein Multifunktionswerkzeug. Oh, eine Schlange. Hahaha. Indiana Jones Lieblingstier. Die könnten wir jetzt mit der Pistole einfach aus dem Weg räumen. Aber ich denke mir, wozu? Die kann da unten ruhig weiter schlängeln. Da müssen wir nämlich gar nicht lang. Oh nein! Ah. Und weg mit ihm. Da ist er ins kühle Nass geplatscht. Oh je. Und hat dabei glatt seinen epischen Hut verloren. Yeet! Funny how I didn't spot this before. If this is the prize, I'll lose my grant for sure. Where are the priceless artifacts? The gilded idols? The crowns of kings? Good news never travels that fast. Better get up there. Ja, wir sind ja anscheinend nicht allein. Irgendjemand ist hinter dem gleichen her, hinter dem wir her sind, was auch immer das sein mag. Oh, ein Diamant. Ganz allein und herrenlos. Den müssen wir doch sichern. Im Sinne der Archäologie. Mhm. Weiter geht's. Ich würde sagen, weiter geht's. Hinauf, Dr. Jones. Hinauf. Was? Ich höre eine Schlange. Ah! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. 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 Das ist die Peitsche, die brauchen wir nicht. Ha! Ah. Die Schlange muss vernichtet werden. Indy, die Schlange. Die Schlange. Sehr schön. Fantastisch. Eine Schlange weniger. Ach ja, Indy's Movement ist übrigens nicht wie bei Lara sozusagen grid-based. Nein, die Level wirken zumindest nicht so. Als würden sie einfach nur aus mehreren quadratischen Klötzen bestehen.
Und demnach fühlt sich seine Bewegung nicht ganz so... Noch ein Diamant, nice. Fühlt sich seine Bewegung nicht ganz so janky an. Ach, hier ist der Helikopter gelandet. Auch nicht schlecht. Oh no. What now? Wer bist du denn? Sophia Hapgood. Hello, Indy. Been a while. I'll say. What brings you out west? Some psychic premonition about the treasures I should have found? My, look at these wonderful potsherds. It's the new thinking in archaeology. Find some worthless debris, analyze it, understand prehistory. Kind of noble, don't you think? There's an iron curtain coming down on Europe, Indy. The Russians are taking over. I read the papers. Want a real chance to be noble? We need your help. Uh-huh. Who's we? When I joined during the war, it was the OSS. Now President Truman calls us the Central Intelligence Agency. Is that what you're up to these days? Soviet sabotage? Atomic secrets? Don't be silly. We've got whole battalions for that. It's my job to worry about more, unusual activity. Such as this dig site on the Euphrates River, south of Baghdad. Babylon. Remember your Bible? That's where mortals raised the Tower of Babel to invade heaven. Well, you know, this does look like the ruins of a Temenanki. The ziggurat often identified with the tower. Very good, Dr. Jones. You're looking at the brainchild of one Gennady Volodnikov of the Leningrad Physics Institute. He thinks there's some truth to the biblical legend. Isn't he a godless communist? He's a physicist who studies manifolds and hyperspace. Quirky theoretical stuff. Now, what's a guy like that doing in Babylon? Not sure. All we really know is he thinks the atom bomb is a joke. Then why isn't the world laughing? Indy, suppose the tower housed some deadly force no one else had ever heard of. Something as dangerous as nuclear fission. And the Babylonians tore it down for reasons not discussed in the good book. Exactly. It's an amusing theory, but as you can see, I've got troubles of my own. You don't think I flew out here from Washington just to relieve your boredom, I hope. This came from the Russian dig site. Somebody made a mistake. This looks like part of a steam engine, maybe a locomotive from the last century. There's no mistake. We've dated the thing. It's 2600 years old. Really? Look at that little wheel spin. How'd you find it? Come on, Indy, we're the CIA. We have spies. Tschüss. Ha! Wir haben es geschafft. Ist ja nicht ein tolles Ding. Ja, anscheinend sind die Russen mal wieder dabei, irgendwas auszuhacken. Oh nein, ja. Sie sind auf der Suche nach Babylon und dem Turm zu Babel. Denn der könnte eventuell eine tödliche Macht entfesseln. Und das müssen wir natürlich verhindern. Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika. Babylon. A lot of mud brick and not much else. Why do the Russians want to dig it up? Gute Frage, Indy. Zeit, das rauszufinden. Wisst ihr, mit welcher Taste man springt? Mit X. Ist das nicht cool? Sehr exotisch, findet ihr nicht auch? Oh, da ist eine... Sowjet... Logo. Da. Oh, da steht ein Russe. Hallo. Privet. Er antwortet nicht. Unhöflich. Ja, also man muss solche alten Spiele wirklich mögen, um hieran vernünftig Spaß zu haben. Wenn man wirklich... extrem verwöhnt ist von moderner. Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Ich kack mich voll. Hier geht's ja gar nicht weiter. Aber ich kann hier lang. Oh yeah. The Ministerstva hereby reminds Comrade Dr. Volodnikov that socialist theory disavows the existence of supernatural powers. Those doctrinaire apparatchiki.
What is it? They think I'm out here searching for God? Possibly. I'm just decoding the message, sir. I'm searching for Marduk, a creature the Babylonians worshipped as a god, but he doesn't live in heaven, just on another plane. What kind of plane, sir? Soviet or American? Not airplane, you idiot. It's another dimension of reality. The Ethereum. Be careful, Professor. When questions of ideology arise, they often conceal doubts about methods and results. In Thorministerstva, we're making excellent progress, all according to plan. We know the true story is waiting in the room of the tablets. That's where we'll find out what happened to the tower and to the machine Marduk inspired. We are close. It's a matter of days. And damn the ideology! Alles klar, der Moppel-Russen-Wissenschaftler möchte also nicht unbedingt in den Himmel oder ein Portal in den Himmel öffnen. Nein, er möchte ein Portal öffnen, um eine Gottheit namens Marduk zu erwecken. Ja, was man halt so macht, ne? Und eins. Und zwei. Gibt eine Taste für die Fäuste. Ah ja, damit. Oh, hi. Du kriegst mich nie. Ich mach dich kaputt. Ich bin Indiana Jones. Keiner kann mir was. Get fucked. Ja, haha. Oh. Wie machen wir denn das? Ach, ich muss hier lang. Ah, lol. Ich dachte, ich muss da runter. Okay. Ich hab nichts gesagt. Los, besteig die Leiter, du. Du geile Sau. Das ist sehr janky hier. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay, Indy, dann spring halt nicht. Ja, man muss ja auch nicht springen. Springen wird ja überbewertet, habe ich gehört. So, jetzt aber. Nope. Ja, dann halte ich halt dich fest. Ist okay. Muss ja nicht sein, ne? Muss ja nicht sein. Hier, ertrink einfach, du Archäologie-Gurke. Dankeschön, Mr. Jones. Höhe. Nein. Ihhh. Riesenspinne. Bäh. Ekelhaft. Nein, ich bin das nicht. Tschüss. Ich bin gar nicht Dr. Jones. Nee, nee. Hallo? Glaubst du, jetzt sind die upset? Oh, hi. Nein, hi. Au, hör auf. Komm her. Du kannst mir nicht entkommen. Mach ihn fertig, Indy. Er haut ab. Wo rennt er hin? Wo rennst du hin, du Wurm? Ja, und jetzt? Ey. Ey. Er tötet mich. Er tötet mich. Das ist frech. So, tschüss. Ja, gut. Aber hey, jetzt sind alle tot hier. Some medicine. Lecker Schmecker. Nein. Ich bin gar nicht da. Was willst du eigentlich von mir? Du Lurch, wo bist du hingelaufen? Ich komme jetzt runter zu dir, okay? Okay. Attacke! Oh Gott. Ah! Nein! Tu's nicht! Tschüss! Weg mit dir! What have we here? First aid. Ratiofarm. Geil. Nein, 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 nein. Hör auf. Geh weg. Er versteckt sich. Er entkommt mir. Jetzt nicht mehr. Ich will dein Medikit. What's this?
a medical kit. Ein bisschen Hustensaft. Their trucks go right through the checkpoint. That's my passport. Ja, okay, dann fahren wir mal mit, ne? Ha! Nee. Sprung! Nein! Haha! Fällt auch überhaupt nicht auf. Nein, nein. Oh ja. Nein. Hör auf. Treffen, Indy. Das wäre geil. Dankeschön. Ist hier noch jemand? Ha, da oben. Oh, Mama Gott. Mama Gott. Oh. Ich war das nicht. Mir geht's nicht so gut. A gun. A gun. Hurra! Ich kann zwar Action kaum aushalten. Ah. Nein, ich bin hier nicht. Ich bin gar nicht da. Tschüss. Ich bin überhaupt nicht hier. Schalter. Oh, haben wir Strom? Tür ist auf. Comrade Dr. Volodnikov, we have Narushitin in our sight. Capture him if possible. Otherwise, Strelyai the dog. Das, Sir. Alter, warum reden die eigentlich fucking Russian English? Entscheidet euch für eine Sprache. Das klingt extrem seltsam. Das Game ist verbuggt. Ich kann das Menü nicht mehr aufrufen. Ach ja, ist das schön. I hope there's another way in. Ach ja, ich kann mich auch nicht mehr heilen jetzt. Ja, ist das nicht cool? Ach ja. Ja, da hinten ist er. Oh, die Roll. Insane. Nein, Indy. Geh auf alle Viere. Es ist Zeit für die Krabbelstunde. Keine Ahnung, wo ich lang soll. Keinen Plan, wo der Weg lang geht. Einfach schwimmen, schwimmen. Ah, muss ich vielleicht hier lang? Ist das der Weg? Maybe. Kann man die von hier vielleicht aufmachen? This door is locked. Oh nein. Здравствуйте, товарищ. Open the door. I'm here to deliver supplies. You know, dig stuff. Whatever you need, I've got it. Ты шпион? Мне прекрасно стрелять шпионов. What? Hello, Dr. Jones. Welcome to Babel. I'm Simon Turner. Remember? CIA? Sophia works for me. Oh, you stole the cogwheel. And our commie friends don't even know it's gone. Volodnikov's a hopeless academic, not a field man, and frankly, I need clues he doesn't have. That's why you got tapped. You a famous archaeologist. I'm just a spy. This should get you through the door. By the way, rumor has it they found a gold statuette of the winged god Marduk. Be awful nice to have that. CIA runs a museum. The company runs a hive of soulless bureaucrats, but I am a passionate collector. I'll bet you are. Jo, danke Simon, ne? Da hat uns das hier mal eben aus der Patsche geholfen. Das war ganz schön knapp. There's a keyhole here. I just need the key. Du hast doch den Key. Excuse me? So ein der Scheiß. Weg.
Ich habe da gerade an einem Schlüsselloch rumgefummelt. Ist mein Game gecrashed? Ich bin einfach Teil der Tür jetzt.